Heute geht es um Acrylglas. Ich möchte euch zeigen, wie ihr Acrylglas bohren könnt, ob ein Zylinder oder ein Rohr oder eine Platte. Wie du das machen kannst, erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Acrylglas bohren, ja, das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ihr müsst so ein paar Dinge beachten, die ich euch gleich zeigen werde. Ich habe mir hier bei Plattenzuschnitt 24, habe ich mir so ein paar Acrylglasplatten, Quadrate lasern lassen. Und das Tolle daran, wenn ihr das Ganze lasern lässt, könnt ihr quasi hindurchschauen. Ja, und was wird das Ganze? Das wird eine Lampe. Und das wird wieder ein extra Video. Wenn er schon online ist, werde ich das mal hier oben verlinken. Wenn nicht, abonnier doch den Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du immer auf den Laufenden gehalten. Ja, Plattenzuschnitt 24 ist mein Plattenmaterialienpartner. Dort bekommt ihr Acrylglas in wirklich unterschiedlichen Farben und Formen. Ihr bekommt Plattenmaterialien, die ihr euch dort zuschneiden lassen könnt. Ihr könnt die fräsen, ihr könnt die nuten lassen, ihr könnt die bohren lassen. Ihr könnt euch Acrylglas wirklich ja lasern lassen, Rundung ranfräsen lassen, ob rechteckig, ob rund, ob ihr irgendwie besondere Formen haben wollt. Schaut mal unten vorbei in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Rabattcode, wenn ihr in nächster Zeit was bestellen möchtet. Und ihr bekommt natürlich auch dementsprechendes Zubehör, wie beispielsweise hier Montagekleber für Acrylglas oder für PVC. Und bei PVC könnt ihr genau die gleichen Arbeitsschritte anwenden, wenn ihr das Ganze bohren möchtet, wie bei Acrylglas. So, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an zu bohren. In diese Platte muss ich ein 30 mm großes Loch bohren. Dafür wende ich einen Forstnerbohrer. Es gibt wirklich sehr, sehr hochwertige Forstnerbohrer. Preisspanne, ich weiß es nicht, 200, 300 Euro, so ein Set. Und es gibt auch wirklich günstige Forstnerbohrer, beispielsweise von Wolfcraft. Da liegt das Set bei 40 Euro. Ich kann euch wirklich empfehlen, euch keine Forstnerbohrer aus dem Baumarkt zu kaufen, die für 5 Euro angeboten werden. Die könnt ihr wirklich wegschmeißen. So, ich werde euch jetzt erstmal zeigen mit einem ganz normalen Metallbohrer, wie ihr ein Loch bohren könnt. Beispielsweise jetzt hier ein 10 mm Metallbohrer und danach werden wir das Ganze mal mit einem Forstnerbohrer bohren. Ich empfehle euch ganz klar, eine Tischbohrmaschine zu verwenden, beziehungsweise eine Standbohrmaschine. Warum, weshalb? Ihr könnt wirklich den Druck gleichmäßig regulieren. Und ihr könnt eventuell die Drehzahl hier einstellen. Es ist jetzt wichtig, dass wir wirklich eine sehr, sehr geringe Drehzahl bei Acrylglas bzw. bei PVC verwenden. Warum, weshalb? Ganz einfach, wenn wir eine zu hohe Drehzahl hier haben, fängt das an, das Material zu schmelzen. Dadurch kann es sein, dass der Bohrer blockiert oder der Span förmlich verklumpt und euch in drinnen das ganze Bohrbild zerkratzt bzw. die Oberfläche. Deswegen empfehle ich euch auch, die Schutzfolie immer drauf zu lassen beim Bohren und falls die schon ab sein sollte, könnt ihr das Ganze wieder mit beispielsweise Kreppband oder sowas schützen. Die Gefahr ist nämlich sehr, sehr groß, wenn ihr damit bohrt und dass der Span links und rechts rauskommt, dass der euch die Oberfläche zerkratzt. Dann kann ich euch noch empfehlen, einen Maschinenschraubstock zu verwenden, wie ich den hier habe. Bei solchen kleinen Werkstücken kann es ganz, ganz schnell mal dazu kommen, dass sich das Werkstück mit dem Bohrer blockiert und dann werdet ihr förmlich mit reingerissen oder verletzt euch wirklich böse daran. Deswegen immer einen Maschinenschraubstock verwenden. Den könnt ihr sogar, wenn ihr möchtet, an den Maschinen oder beziehungsweise an den Bohrtisch festzwingen oder schrauben. Was machen wir jetzt? Wir stellen uns jetzt die niedrigste Drehzahl ein und ihr könnt oder solltet das Ganze kühlen. Ich habe jetzt hier eine Wasserflasche, das heißt, ich sprühe mal hier schön Wasser drauf und kühle das, wie gesagt, damit das Acryl nicht anfängt zu schmelzen. Und dann bohren wir einfach. Und wie ihr schon schön erkennen könnt, wir haben hier einen wirklich richtig, richtig tollen Span. So sollte dieser Span aussehen. Dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Wenn das ganze Material verklumpt, dann habt ihr was falsch gemacht. Zwischendurch könnt ihr auch gerne mal den Span entfernen und das Ganze wieder kühlen. Ganz, ganz wichtig. Und wie ihr gesehen habt, immer in Etappen das Ganze bohren. Nicht komplett runterbohren, sondern immer Stück für Stück alle 2-3 mm den Bohrer wieder hochführen, den Span abnehmen und dann wieder bohren. Und gleichmäßig bzw. parallel immer kühlen. Und dann, wenn ihr kurz vom Ende angekommen seid, also quasi fast durchgebohrt habt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den Vorschub bzw. den Druck minimiert. Das heißt,
quasi ganz, ganz langsam den Bohrer an das Ende hindurchführen. Somit verhindert ihr dann, dass das ganze Material ausreißt. So sieht jetzt das gebohrte Acrylglas aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass die Bohrung wirklich sehr, sehr sauber ist. Natürlich könnt ihr das Ganze jetzt, wenn ihr wollt, aufpolieren mit einem Dremel und einem Watteaufsatz, ein bisschen Zahnpasta oder Polierpaste, und dann kann das Ganze dann nachher später so klar aussehen wie das Gelaserte hier. Auf der anderen Seite ist die Folie ein bisschen warm geworden, aber der Ausgangspunkt von dem Bohrloch ist auch sehr, sehr sauber geworden. Wie ihr euch das hier mal anschauen könnt. Und ihr könnt das Ganze jetzt noch senken. Dazu verwende ich hier so einen genannten Kegelsenker. Den gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Und hierbei, ihr könnt das Ganze mit einem Akkuschrauber machen oder auch mit der Tischbohrmaschine. Auch wieder ganz, ganz langsam. Und gleichmäßigen Druck aufüben oder geben. Und dann habt ihr das Ganze gesenkt. Übrigens beim Anzeichnen könnt ihr so einen Feinliner verwenden, da könnt ihr wunderbar auf Acrylglas rummalen, beziehungsweise auch auf Röhrchen oder sowas in der Art. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Bohrung tätigen wollt im Randbereich, da empfehle ich euch immer, die doppelte Materialstärke Abstand zu nehmen vom Rand. Ansonsten ist die Gefahr ziemlich groß, dass euch das Ganze wirklich wegsprengt oder aufsplittert. So, jetzt habe ich mir hier insgesamt 8 Stück angezeichnet und da möchte ich jetzt mit einem 30er Fosnabohrer das Ganze aufbohren, weil später kommt hier ein LED-Röhrchen hindurchgeschoben und da brauche ich so ein bisschen Abstand von diesem Acrylglas. Und das Ganze mache ich jetzt auch hier an der Tischbohrmaschine. Was verwende ich jetzt hier für einen Fosnabohrer? Ich verwende es gibt ja unterschiedliche Sorten und Systeme oder Schneiden von Fosnabohrer. Ich verwende jetzt einen, wo die Außenkante bzw. die Schneide ziemlich glatt ist, damit das Bohrbild gleichmäßig ist. Wenn wir das nicht nehmen, es gibt ja welche hier beispielsweise vom Pharmac, kann ich euch zeigen, ist ein Holzbohrer, ein reiner Holzbohrer, und hier ist die Schneide ganz anders als hier bei diesen hier. Es gibt übrigens auch spezielle Fosnabohrer für den Kunststoffbereich, die werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich werde jetzt aber diese hier verwenden. Wie gesagt, ihr müsst nicht die teuren verwenden. Es gibt auch welche von beispielsweise Wolfkraft, die liegen bei 30, 40 Euro. Die habe ich seit Jahren im Einsatz und sind wirklich auch sehr, sehr gute Fosnabohrer. Und hier bohren wir genauso, ihr seht der Span, wir nehmen wirklich gleichmäßig Material ab, das Ganze verklebt nicht oder verklumpt nicht, und hier machen wir das genauso wie beim Spiralbohrer, das Ganze wirklich immer schön kühlen und langsam und gleichmäßig bohren. Jetzt habt ihr es einmal ganz kurz knirschen gehört und wir sind komplett durch. Natürlich habe ich den Druck jetzt hier wieder minimiert und wie ihr hören könnt und sehen könnt, haben wir hier unten hat sich wirklich, der Bohrer ist wirklich warm geworden. Unten hat sich ist wirklich sehr gut geworden. Genau, nichts ausgerissen, gar nichts. Natürlich ist das Bohrbild ist auch schön sauber geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So sieht das Ganze jetzt aus in der Nahaufnahme. Wie ihr sehen könnt, man kann fast durchgucken. Natürlich ist das jetzt nicht perfekt, aber wir haben ein schönes ausrissfreies Bohrbild. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist ganz gut geworden, finde ich. Ihr könnt natürlich das ganze Material nochmal drehen um 180 Grad, wie beim Holz, und dann von der anderen Seite bohren. Somit habt ihr dann auch ein ausrissfreies Bohrbild. Und das Bohren an sich war eigentlich gar nicht so schwer. Ihr benötigt, wie gesagt, eine sehr, sehr geringe Drehzahl, wenig Druck und Kühlflüssigkeit bzw. Wasser reicht hierbei vollkommen aus. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie ihr Röhrchen oder Rohre bohren könnt. Das sind unsere Zylinder. Die gibt es wirklich in unterschiedlichen Größen. Perfekt für beispielsweise Aquarienbau oder für den Gartenteich, oder es gibt auch so große Zylinder, hatte ich letztens gesehen gehabt. Die sind, weiß nicht, was sie für einen Durchmesser haben, 40, 50 Zentimeter. Und das Ganze könnt ihr in ein Aquarium reinsetzen, dann können die Fische nach oben schwimmen, quasi raus. Ist auch eine richtig tolle Idee. Findet ihr auch bei Plattenzuschnitt 24, die Zylinder und so weiter und so fort und die Deckel. Also eine richtig tolle Sache. Solche Zylinder oder solche Röhrchen könnt ihr ganz einfach bohren. Die Gefahr ist ja hier, wenn ihr jetzt den Bohrer ansetzt, dass der abrutscht. Und wenn ich jetzt abrutsche, seht ihr,
haue ich mir schon Kratzer rein. Ne? So, zack. Und da gibt es eine tolle Schablone von Wolfkraft. Die hat Bohrbuchsen drin von 4, 5, 6, 8 bis 10 mm. Die setzt die auf. Und dann ist natürlich auch wieder hier wichtig, eine sehr, sehr geringe Drehzahl zu verwenden. Dann setzen wir das Ganze an. Und auch wenig Druck auszuüben. Wenn ihr viel Druck ausübt, kann es dadurch oder kann es passieren, dass ihr den Bohrer förmlich durchdrückt und dann reißt das Material innen drinne aus. Dann nehme ich wieder hier einen Kegelsenker und kann das Ganze so leicht senken. Und fertig ist unsere Bohrung in dem Rohr oder Röhrchen. Hey, seid ihr noch immer hier? Ja, das war es soweit gewesen, das kleine Geheimnis. Also mit viel Geduld und Wasser bekommt ihr das Ganze hin. Ich hoffe, dir hat das Video hier gefallen. Würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von dir freuen und über ein Abo, wenn du noch nicht abonniert hast. Ich werde jetzt die Bohrung, die 8 Stück, jetzt weiter bohren. Und wie gesagt, wenn du mich noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Das wird nämlich ein richtig, richtig cooles Projekt. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das so finden werdet. Bis demnächst, beziehungsweise bis nächsten Freitag 19 Uhr, euer Mr. Handwerk.